Geschichte. Und stattlich. Stattliche Menschen sind immer tapfer. Und zu seinen Kameraden sagte er: Mit einem bloßen Gedanken kann man keinen Stein aus dem Weg räumen. Nichts wird aus dem, der nichts tut. Warum vergeuden wir unsere Kraft durch Grübeln? Steht auf, lasst uns in den Wald gehen und ihn durchqueren. Denn schließlich muss er irgendwo enden. Alles im Leben hat ein Ende. Lasst uns gehen, los. Sie sahen ihn an und erkannten, dass er der Beste von allen war. Denn in seinen Augen leuchtete eine mächtige Kraft und das Licht des Lebens. Führe uns, sagten sie, und so führte er sie. Danko, der alte Typi. Ich kenne ihn zwar nicht, aber trotzdem. Da geht's weiter. Ich finde das irgendwie voll interessant. Das ist wie bei Alan Wake. Ah, die Frames gehen wieder hoch. Ja, Alan Wake, da waren auch diese Skripte immer von ihm. Und da konnte man immer mehr von der Geschichte erfahren. Und das war voll interessant. Und das ist es hier auch irgendwie. Wenn wir da jetzt noch mehr von finden, bin ich voll begeistert. Lampe, Glühbirne des Lebens. Hey, Captain. Kapitän, schwierige Strecke voraus. Wir sollten sie umfahren. Eine schwierige Strecke? Damit müssen wir klarkommen. Oder sollen wir einen ganzen Tag verlieren? Wir werden bald mehr verlieren, wenn sie so schlimm ist, wie ich meine. Hören Sie, meine Mannschaft kommt mit Schwierigkeiten klar. Insbesondere, wenn diese selten vorkommen. Genau. Schwierigkeiten sollten vermieden werden, besonders wenn es Alternativen gibt. Wollen Sie sagen, dass ich der Mannschaft nicht trauen kann? Es geht nicht um Vertrauen. Es geht um gesunden Menschenverstand. Brauchen wir 20 Jahre am Polarkreis. Meinen Sie, das hat etwas mit Vernunft zu tun? Aber das hier ist eine echte Bedrohung. Sie haben wieder die Route benutzt. Es kommt auf den Routengänger an. Nicht auf die Route. Hören Sie auf meinen Rat. Schließen Sie sich ein, dann sind Sie sicher. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Bin ich auch der Meinung. Ach so, aufwärmen. Haha, toll. Yay, Glühbirne. Stuhl. Tür. Wie immer unser Sichtfeld so eingefroren ist und so. Ach so, stimmt. Das sind diese Gegner, die Wärmequellen angreifen. Wartet mal, ich mach mal kurz Pause. Und wieder Spiel. Okay. War nur so ein Test. Warum ist unsere Wärme wieder so weit unten? Theoretisch, je weniger unsere Wärme ist, desto weniger dürften die uns ja mitbekommen, die Viecher. Aber nicht alle haben da so Wärmesensoren. Ich habe gelesen, nur eine Art von Gegnern hat Wärmesensoren. Gott, uns wird kalt. Es wird warm und... Ach so, Wärme, okay. Sehr schön. Fließt da Wasser dran runter? Warum das denn? Ach so, weil das jetzt aufgetaut ist, stimmt. Mann, bin ich schwer vom Begriff. Wie? Warum haut der ab? Zurück, du Schwein! Versuche nicht zu fliehen. Wo ist der denn jetzt hin? Oh, Wasser.
Wo ist er? Jetzt wird es anscheinend warm, weil unsere Dingsanzeige nicht sinkt. Unsere Wärmeanzeige. Ah, wieder eine Seele. So, hier geht's raus, ne? Was wie? Da fehlt eins! Scheiße! Hä? Boah, was ist denn jetzt? Wo ist denn das Ding? Muss ich zurück? Aber da kommt er aus Wasser. Ach, probieren wir es einfach. Okay, ich mache. Geschafft. Perfekt. Automatikspeicherung, sehr schön. Jetzt. Ach, das ist wieder so eine Seite. Können wir uns wieder aufwärmen? Eine äußerst festgefrorene Tasse. Eine Wünschelrute. Ein Stock. Es ist egal, denn es ist nicht materiell. Nur man selbst zählt. Sagen Sie zu sich selbst, dass Sie Wasser finden wollen. Senden Sie diesen Gedanken durch die Route und das war's. Es funktioniert am besten, wenn man allein über Felder und durch Wälder streift und seinen inneren Sinnen folgt. Wenn man aber von einer Menschenmenge verfolgt wird, ist es schwierig, Wasser zu finden. Deshalb suchen viele gute Routengänger zu ungewöhnlichen Zeiten im Geheimen nach Wasser, um ungestört zu bleiben. Was ein Scheiß. Hey, unsere Handschuhe haben ja zwei Farben. Die waren ja bisher nur also komisch gefroren. Ja, und diese komischen Blätter finde ich auch irgendwie cool. Die können ihre Bilder ändern. Zauberei. Okay, hier können wir uns nicht aufwärmen und die Tür ist von alleine zugegangen. Okay. Oh, ich dachte gerade neue Waffe, aber es ist wieder nur eine Schaufel. Ich frage mich, ob wir irgendwann, also in der Anleitung steht, dass wir noch Schusswaffen finden. Und dass wieder ein Ladebildschirm kommt, den ich wahrscheinlich rausschneiden werde. So, hier geht's weiter. Automatikspeicherung. Okay. Hier sieht's echt unfreundlich aus. Ja, genau. Genau. Ich hätte wahrscheinlich näher an die Leiter gehen müssen. Supi. Ja, zum Glück hat es Automatik gespeichert. Geheiligt sei die Automatikspeicherung. Oder sollen wir erst nach rechts gehen? Also, ja, genau. Hier. Ah ne, da geht's gar nicht rüber, okay. So, die gar nicht rumpelnde Leiter runtergehen. Na, ah, so geht's doch. Ich habe Angst. Ist da Gegner? Ich habe gelesen, die warten hinter Türen und kommen herausgesprungen. Diener oder so nennen die sich die Gegner. Die Diener. Passt irgendwie gar nicht zum Spiel, dieser Begriff. Wir brauchen mal wieder Lampen, hier Wärme. Ja, okay, wir haben noch Energie, aber. Lampenenergie, oder? Oh, shit!
Was zur Hölle?